Herzlich willkommen. Es war ja nicht einfach, sage ich dazu, jemanden zu finden. Wir wollten eigentlich jemanden finden, der unglücklich als Lieferant ist, des BAZ. Okay. Aber da hat sich leider niemand gemeldet, wobei ich glaube, es gibt schon den einen oder anderen, aber der wollte sich nicht auf die Bühne stellen. Sie beleuchten jetzt ganz kurz aus Sicht Lieferanten, was sich aus Ihrer Sicht ändern dürfte, sollte, könnte, ob sich überhaupt was ändert. Ja. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Bodenstein. Schönen Nachmittag. Ich freue mich heute, auch Gelegenheit zu haben, von den guten und von den schlechten Seiten zu berichten. Aber vielleicht vorneweg, ich glaube, dass sich für ein KMU nicht prinzipiell viel ändert durch das IKT-Konsolidierungsgesetz. Die Grundthemen, die man hat, wenn man in der Verwaltung tätig ist, bleiben nämlich aus meiner Sicht dieselben. Und da gibt es ganz grundsätzliche Dinge, die beachtet werden müssen, wenn ich mit der Verwaltung Geschäfte mache. Vielleicht, damit es nicht nur immer Text gibt, sondern auch Bilder, so schaut ein KMU aus, zumindest die Führungsmannschaft. Und dieses KMU hat jetzt eine 10-jährige Geschichte. Und in dieser 10-jährigen Geschichte in diesen 12 Jahren haben 11 Jahre die Verwaltung eine gewichtige Rolle gespielt, die nämlich ca. 40% unseres Umsatzes ausmacht. Wir sind ein Produkthersteller, das heißt, wir haben eine Software plus wir liefern Dienstleistungen rund um diese Software. Da wir alle wissen, Software, so wie sie geliefert wird, nicht in allen Fällen ganz die Anforderungen erfüllt. Wir haben gewisse Innovationsbereiche, mit denen wir weltweit erfolgreich sind und exportieren. Und wir sind ein stabiles, eigentümergeführtes Unternehmen, wo der Geschäftsführer in den Projekten tätig ist oder die 3 Geschäftsführer in den Projekten tätig sind. Die wesentlichen Herausforderungen aus meiner Sicht überhaupt in der Tätigkeit mit der Verwaltung ist, sich mit den Spezifika dort auseinanderzusetzen. Das heißt, ich habe spezielle rechtliche Regelungen, mit denen ich mich beschäftigen muss. Ich habe das Vergaberecht. Auch wenn es nur eine kleine Direktvergabe ist, auch wenn es nur ein 20.000-Euro Auftrag ist, für das Design einer Website zum Beispiel jetzt in meinem Bereich. Ich muss mich damit auseinandersetzen und das erfordert einmal ein gewisses Grundwissen. Ich muss gewisse Standards erfüllen. Normen werden gewünscht, besonders im Security-Bereich. Und diese Grundvoraussetzungen muss ich mitbringen. Egal, ob ich mit einer Stadt, mit einer Gemeinde oder mit dem Bundesrechenzentrum mein Geschäft mache. Und diese Voraussetzung ist genauso auch nach dem IKT-Konsolidierungsgesetz gegeben. Jetzt ist unsere Erfahrung, und wir bewegen uns ja auf verschiedenen Ebenen mit unseren Kunden, und zwar auf der Gemeindeebene, auf der Landesebene und auf der Bundesebene, und auf der Bundesebene in allen 3 Bereichen, über die Bundesbeschaffungsagentur, über das BAZ und in Direktaufträgen von Ministerien. Verzeihung, bin ich einen zu weit gegangen. Und wir haben dort festgestellt, dass diese Bereiche eigentlich wenig bis kaum betroffen sind vom IKT-Konsolidierungsbereich. Der stärkste betroffene Bereich sind natürlich die Bundesministerien und Bundesorganisationen. Und da gibt es aber heute schon Themen, und ich nehme mal an, dass sich die in der Zukunft fortsetzen werden. Es gibt ja heute auch die Anhaltung, dass über die Bundesbeschaffungsagentur beauftragt wird. Das machen alle mehr oder weniger gern, formuliere ich es einmal so salopp. Jetzt hat man dort eine Listung und ist sozusagen bestrebt, dass dort beschaffungskonform beauftragt wird. Und ich diskutiere nicht mit einem Auftraggeber, sondern mit mehreren darüber, warum das kompliziert ist oder warum ich das nicht machen will und warum ich es gerade bei Direktvergaben direkt mache. Das bleibt alles gleich. Und auch im Rahmen des IKT-Konsolidierungsgesetzes, und ich hoffe, Herr Schiefer, Sie korrigieren mich, wenn ich es falsch sehe, besteht ja die Möglichkeit, mit guter Argumentation nicht übers BAZ zu vergeben. Also es wird auch diese Fälle geben, wo das in Zukunft auch argumentiert wird. Also das bleibt auch gleich. Aus dieser Sicht, vieles bleibt gleich. Eines auch, was mir sozusagen als Unternehmer ein ganz großes Anliegen ist, zu sagen, setzt nicht alles auf ein Pferd, setzt nicht nur auf die Verwaltung, setzt nicht nur auf die Privatwirtschaft. Wir sind sehr gut damit gefahren, dass wir Kunden aus den verschiedensten Bereichen haben. Denn die beiden Bereiche handeln antizyklisch in der Regel. Das heißt, die Privatwirtschaft investiert, wenn lange genug gespart wird, und da geht der Verwaltung das Geld aus.
weil vorher von der Verwaltung investiert wurde in der Krise. Also das kurz dargestellt ist ein Prinzip, das ich nur jedem empfehlen kann, nicht nur auf ein Pferd zu setzen. Schauen wir uns einmal die Berührungspunkte an. Einige habe ich eh schon erwähnt. Zum Beispiel klassische Ausschreibung 2006, ein schönes Projekt bei der Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer gewonnen. Wenn wir hier sind, eine sehr schön und sehr formal abgewickelte Ausschreibung. Das war das Größte, was wir als KMU zu diesem Zeitpunkt, damals mit knapp 20 Mitarbeitern, machen konnten, als Generalunternehmer. Von den Aufträgen, die wir heute machen, konnten wir zu dem Zeitpunkt nicht sprechen. Aber man wächst langsam in seine Aufgaben hinein und öffentliche Ausschreibungen, und das ist sozusagen ein erster Vorteil auch des Konsolidierungsgesetzes für ein kleineres Unternehmen, öffentliche Ausschreibungen setzen gewisse Voraussetzungen an wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Umsatz, Kapitalausstattung, technische Leistungsfähigkeit voraus, Zertifizierungen. Die hat man als KMU nicht immer. Insofern, Ausschreibungen der richtigen Größe gehen, aber alles, was darüber hinaus ist, da macht es Sinn, einen größeren Partner zu haben. Und wir haben nicht nur mit dem BAZ gearbeitet, sondern auch mit den Großen dieses Landes, wie den AHB, IBM, T-Systems und Co. Und das ist nicht so leicht, sich dort als Unternehmen, als KMU im Rahmen eines Auftrags zu behaupten. Ich behaupte, das geht mit dem BAZ besser. Aus meiner Erfahrung und aus der Historie der Umsätze und der Projekte, die ich dort gewonnen habe. Ich erkläre nachher noch, warum. Das Zweite ist natürlich die BBG-Listung, ein aus meiner Sicht ganz wichtiges Kriterium, auch weil die Kosten einer Ausschreibung auch nicht zu vernachlässigen sind. Für den Auftraggeber nämlich, und das ist ein gewichtiges Argument, um auch dort beschaffen zu können. Und dann gibt es noch die kleinen Aufträge aus den Verhandlungsverfahren, wo wir jetzt die Freigrenze aus der Krise noch haben, die 100.000 Euro im direkten Verhandlungsverfahren, die ja, glaube ich, jetzt wieder abgesenkt wird ab nächsten Jahr. Was sehe ich für Vorteile, wenn ein KMU jetzt mit dem Bundesrechenzentrum zu tun hat? Das eine ist schon, in Großprojekten hat man erstens in großen Organisationen, privatwirtschaftlichen Organisationen, die Schwierigkeit, an die richtigen Ansprechpartner zu kommen. Und das größte Problem meiner Ansicht nach, man hat eine Schwierigkeit, kompetitiv anzubieten. Weil dort marktwirtschaftlich vom Konzern runter teilweise international Aufschläge und Zuschläge kalkuliert werden, die das Bundesrechenzentrum in dem Sinn nicht hat. Ich kann jetzt darüber streiten, ob das Bundesrechenzentrum immer effizient ist oder effizientest ist, aber ich sage mal, die Aufschläge sind niedriger. Das erhöht die Chance, dass man mit seinem Projekt gesamt durchkommt oder auch einen akzeptablen Preis erzielen kann. Ein zweiter wichtiger Faktor für ein KMU ist, mit einem großen Partner kann ich Risiken aus einem Projekt abfedern, die ich sonst nicht abfedern kann. Das heißt, ich bin Haftungsrisiken ausgesetzt, insbesondere auch durch die AVB IT, mit denen nicht alle glücklich sind, die im Rahmen eines Teilauftrages mit einem großen Partner gemildert werden können. Das ist aus meiner Sicht ein sehr gewichtiger Grund, wenn man innovative Projekte macht, wo auch was schiefgehen kann. Langfristige Partnerschaften sind die Regel, ist meine Erfahrung, und ich habe auch viel Flexibilität erlebt über diese Jahre mit dem Bundesrechenzentrum gemeinsam, und das ist etwas, was einem als Unternehmen planen lässt. Das ermöglicht auch zu investieren, und Investitionen sind dann notwendig, wenn ich neue Dinge herausbringe, und ein KMU, das jetzt nicht gerade einen Forschungsförderungsauftrag bekommen hat oder unglaublich viel Geld hat, tut sich schwer, mehrere hunderttausend Euro in Innovation zu investieren vorneweg. Üblicherweise hat man einen großen Kunden, der ist der Initialzünder. Und ganz am Anfang habe ich ein Produkt erwähnt, den sogenannten Aloha-Editor. Das ist ein Produkt, das ihn ermöglicht, Webseiten auf eine bis jetzt nicht dagewesene Art und Weise zu bearbeiten. Den konnten wir nur entwickeln, weil wir Kunden wie eine Telekom Austria oder auch eine Wirtschaftskammer, eine erste Bank hatten und ganz vorneweg auch das Bundesrechenzentrum, das gesagt hat, diese Technologie ist interessant, mit der können wir arbeiten. Und das ermöglicht eine Fortentwicklung dieser Technologien. Jetzt ist natürlich nicht nur alles rosa, sondern es gibt auch Dinge, auf die man aus meiner Sicht achten muss. Das eine sind die rechtlichen Eingangsbedingungen, die gelten in einem BAZ genauso, ganz klar. Und von der Stundenliste, die passen muss, bis zum Vertrag, das wird dort professionell durchgezogen. Die andere Sache ist,
Es gibt auch kleine Projekte. Und bei kleinen Projekten werden Sie mit einer großen Organisation, und die ist das BAZ auch, auf die Schwierigkeit stoßen, dass Sie große Overheads haben, dass Abstimmungen komplex sind. Und das wird auch zum einen oder anderen Leiden führen. Das bringt mich zu einem zweiten Punkt noch. Wenn Sie eine direkte Kundenbeziehung haben, besteht bei mir zum Beispiel bei einem Wissenschaftsministerium, dann habe ich eine sehr direkte Beziehung zu jenen, die die Use Cases definiert haben, die Anforderungen definieren. Das ist etwas, wo Sie, wenn Sie einen großen Zwischenauftraggeber haben, etwas entkoppelt sind. Und das bringt wiederum Komplexität mit sich oder möglicherweise jetzt nicht das Ergebnis, das man sich jetzt als KMU genau gewünscht hat. Weil sonst hätten wir es direkt mit dem Auftraggeber ausgeredet, hätte ihm erklärt, warum es besser ist. Hier hat man möglicherweise einen Projektleiter dazwischen oder auch einen Projektauftraggeber, mit dem muss das auch vermittelt werden und im besten Fall wird das 1:1 weitertransportiert. Im schlechtesten Fall gibt es auch andere Interessen drinnen. Das sind Dinge, die man aus meiner Sicht berücksichtigen muss, wenn ich Aufträge mit einem Bundesrechenzentrum oder einem anderen großen Auftraggeber abwickle. Zwei Beispiele aus der Praxis, wo wir sozusagen positiv arbeiten können. Wir haben ein Projekt, das damals leider nichts geworden ist, aber wo sozusagen die Teilnahme aus meiner Sicht eine tolle Vorbereitung war. Das war die E-Finanz, wo wir an der Konzeptionierung mitgearbeitet haben mit dem Bundesrechenzentrum gemeinsam und das Projekt dann für uns nicht in Betracht gezogen wurde, wo aber wir an einem Gesamt- oder Großprojekt teilnehmen konnten, wo wir viel lernen konnten, weil wir mit Infrastruktur und Informationen in Berührung gekommen sind, die sonst in kleineren Projekten nicht zugänglich gewesen wären. Das ermöglicht wieder Lernen und Wachstum. Und wie gesagt, aus unserer Sicht gibt es insgesamt für uns in der Bundesverwaltung viel geringere Overheads mit BAZ zu arbeiten, als jetzt alle 13 Ressorts zum Beispiel direkt zu bearbeiten und zu versorgen. Das ist aus unserer Sicht für ein KMU ein klarer Vorteil, auch wenn es natürlich hart erarbeitet ist. Die First Mover Advantage habe ich schon erwähnt. Da ist das BAZ offen. Es gibt auch Forschungsprojekte, an denen man teilnehmen kann. Und da hat man Einfluss, auch als KMU, auch in Projekten, gerade in der Konzeption. Das finde ich extrem spannend. Und zuletzt, ich habe Zugang zu Groß-IT, die mir als KMU vielleicht sonst nicht zugänglich ist. Und es ermöglicht mir zu lernen und aus der Verwaltung Dinge in die Privatwirtschaft zurückzunehmen. Ein schönes Beispiel ist, im Bundesrechenzentrum gab es sehr, sehr früh das Thema gemeinsame Anmeldung, gemeinsame Authentifizierung, einheitliche Anmeldung an verschiedenen IT-Verfahren. Als das in der Wirtschaft draußen, auch bei Großunternehmen, noch kein Thema war, besonders in heterogenen Umgebungen, das konnten wir extrem gut mitnehmen. Das hat uns als KMU geholfen, dort mitzugehen. Also Fazit von meiner Seite, von der Beauftragungsseite, rechtlich bleibt vieles gleich, weil das BAZ muss genauso ausschreiben und muss genauso sie korrekt beauftragen. Ich glaube, dort gibt es im Vertrieb Ansprechpartner, an die man sich wenden kann und Projektleiter, an die sich wenden kann, die froh sind, wenn sie innovative Lösungen kennenlernen. Das sehe ich als die Vorteile, dass man dann als KMU in größere Projekte hineinkommen kann. Schwierigkeiten, und das ist sicher etwas, worauf man sich einstellen muss, ist einfach die Komplexität und Größe der Organisation. Und die Eigenheiten der Verwaltung einfach in der Abwicklung von Projekten, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Aber im Allgemeinen würde ich es positiv sehen, der Zugang zur Verwaltung mit all diesen Spezialitäten wird damit vielleicht nicht leichter. Mit diesen Spezialitäten muss man sich auseinandersetzen, auf jeden Fall. Dankeschön.